Der nächste Millionen-Bestseller hat es auf die Kinoleinwand geschafft. Vor allem die Frauen freuen sich über 50 Shades of Grey. Jetzt empfangen. Die Story ist bekannt. Eine junge, schüchterne Frau lernt Christian Grey kennen, einen Manager eines riesigen Unternehmens Imperiums, der auf bizarre Spielweisen im Schlafzimmer steht. Wie war er so? Höflich? Konzentriert? Elegant? Richtig einschüchternd? Als Mann, muss ich sagen, hat mich der Film nicht wirklich angesprochen, aber die Frauen im Kino hatten durchaus ihren Spaß. Haben Sie außer der Arbeit noch andere Interessen? Was ist mit Ihnen? Ich würde gern mehr über Sie erfahren. Über mich gibt's nicht wirklich viel zu erfahren. Sehen Sie mich an. Das tue ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich es in diesem Leben mal nochmal erlebe, dass die Szene, wenn ein Mann im Baumarkt steht und sagt, ich hätte gerne ein paar Kabelbinder, im kompletten Kinosaal für Gelächter, Erheiterung und gute Laune bei den Damen sorgt. Anastasia? Christian? Du hast schon gemerkt, dass er die Augen gar nicht von dir lassen kann. Ich möchte ihr Gesicht sehen. Es verrät mir, woran sie vielleicht denken. Sie sind also ein Kontrollfreak. Ich behalte über alles die Kontrolle, Miss Deal. Handwerklich gibt's bei dem Film nichts zu meckern. Es ist alles solide gespielt, auch Kamera, Ton etc. passen ganz gut. Weder besondere Sachen, die hervorzuheben sind, aber auch nichts groß zu kritisieren. Kann ziemlich langweilig werden. Für einen Mädelsabend mag das definitiv der richtige Film sein, doch ich glaube, Herren finden einfach keinen Zugang zu der Geschichte und das muss ja auch nicht sein. Hauptsache, die Damen haben ihren Spaß, ne? Lass mich in dein Leben. Ich hatte im Leben einen schweren Start. Das ist alles, was du wissen musst. Mein Geschmack ist sehr speziell. Das würdest du nicht verstehen. Dann klär mich auf. Ich weiß nicht, ob ich so sein kann, wie er mich braucht. Halt dich von mir fern. Ja, wie gesagt, mich hat die Geschichte jetzt nicht so mitgenommen oder gefesselt. Daher kann ich dem Film auch nur 2 von 10 Punkten geben. Möchtest du gehen? Was, wenn ich bleibe? Was passiert dann?